In unserem heutigen Video erfährst du ganze 4 Tipps, wie du den richtigen erkennst und am Schluss gibt es eine mega coole Coaching-Übung dazu. Wir sind Lila und Steffi, Selbstwertcoaches für Frauen und Österreichs liebevollste Liebes- und Beziehungsexpertinnen. Und wir freuen uns heute mit dem nächsten Video hier bei dir zu sein. Und zwar geht es ja darum, wie die Lila so schön schon gesagt hat, wie erkenne ich den richtigen? Und das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig auf uns zukommt und auch wir persönlich kennen diese Frage sehr gut. Sehr gut. Man fragt sich das ja auch, man will ja einfach wissen, wie erkenne ich den? Vor allem auch, wenn man einen ganz starken Beziehungswunsch hat, wenn die Sehnsucht nach einer Beziehung so groß ist einfach, dass man das endlich wissen will, wie erkenne ich den Richtigen? Und sehr oft kommt es ja dazu, dass wir ein bisschen an unserer Entscheidungsfähigkeit zweifeln, weil wir vielleicht das ein oder andere Mal schon daneben gelegen haben und wir uns dachten, das ist jetzt der ist jetzt für immer und für ewig und es wird so schön und so toll, ja. Und dann war es doch wieder nicht. Deswegen zweifeln wir manchmal sehr an unserer Entscheidungsfähigkeit und genau deshalb wollen wir uns heute das etwas genauer mit dir anschauen. Und ein bisschen weiter in das Thema hineingehen, woran man denn den Richtigen erkennen kann, um sich erstens vielleicht so manches zu ersparen und zweitens ja zu spüren, wenn er denn da ist, dass er da ist. Und deswegen haben wir 4 wundervolle Tipps für dich herausgearbeitet, auf die wir jetzt gleich direkt eingehen sollen. Das ist mein Zeichen, oder? Dein Zeichen, dein Einsatz. So, wieder geht schon los. Tipp Nummer 1. Genau. Schau nochmal, dass ich ja nichts vergessen habe. Und der ist nämlich wirklich, wirklich auch wieder essentiell. Und das ist, glaube ich, auch der beste Einstiegstipp in dieses Thema. Und kannst gleich mitmachen. Wir stellen jetzt gleich eine Frage, beziehungsweise Frage dein Herz. Bist du denn schon bereit für eine Beziehung? Hast du schon wirklich eine Bereitschaft entwickelt und ein offenes Herz dafür, dass der Richtige kommen kann? Das ist so ein essentieller Punkt, weil wir einfach auch oft noch blockiert sind. Es sind noch Stellen besetzt im Herzen, es darf noch was heilen und so weiter und so fort, bis der Richtige kommen kann. Und da ist es immer wieder wichtig, sich selbst zu fragen und vor allem dein Herz zu fragen, weil dort liegen die richtigen Antworten. Bin ich schon bereit für eine Beziehung? Bin ich bereit für meine Wunschbeziehung und meine Liebesbeziehung, wie hast du letztes Mal so schön gesagt, aufs Herzensebene? Ja, auf Herzensebene. Das ist so schön. Genau. Eine Liebesbeziehung auf Herzensebene. Ja. Entschuldige, auf Herzensebene. Auf Herzensebene, oh schön. Genau, weil das ist unser neuestes Ding, gell? Ja. Und das ist die erste Frage, die kannst du dir jetzt gleich stellen und gleich einmal hinspüren, was für eine intuitive Antwort da kommt. Ein Ja, ein Ich weiß es nicht, vielleicht noch nicht, man weiß es nicht. Also das ist einmal der erste Tipp und die erste Frage, die ganz, 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 ganz wertvoll ist. Ja. Und ganz, ganz wichtig, weil das ist die Basis, damit du ihn ja auch erkennen kannst. Genau. Dazu muss deine Bereitschaft einfach gegeben sein. So ist es. Der zweite Punkt, der zweite wichtige Tipp ist, wieder, ich würde sagen, fast gleich wichtig. Ja, wie immer bei uns. gleich essentiell wie der erste Punkt. Er ist auch so wichtig. Und ja. Zwar geht es darum, komm ganz bei dir an. Es geht wirklich darum, wenn wir uns mit dem Richtigen verbinden wollen, dürfen wir auch wirklich zuallererst bei uns selbst ganz ankommen. Es geht wirklich um eine ganz klare Selbstannahme. Ja, das bin ich. Mit allem drum und dran, mit allem, was dazugehört, mit all meinen Schwächen, mit meinen bunten, schönen, leichten, fröhlichen Seiten, genauso wie mit meinen dunklen, schweren, tiefen Anteilen. All das gehört zu mir. Und zu erlernen, dass das ich bin und mich auch anderen ganz zumute, es mir erlaube. Ja, das Wort zumuten stößt auch bei uns in der Community manchmal so ein bisschen auf Widerstand, sage ich jetzt einmal. Aber wir wählen ganz bewusst das Wort zumuten, weil wir Frauen sehr oft das Gefühl haben, wir muten uns jemanden zu. Wir sind zu viel, wir sind too much, wir sind zu anstrengend, wir sind zu fordernd, wir sind zu liebend, keine Ahnung was, und haben das Gefühl, uns anderen nicht so zumuten zu können. Und deswegen wählen wir dieses Wort ganz bewusst und wollen dich dazu einladen, dir das wirklich zu erlauben, ganz du selbst zu sein. Ja, das bin ich. Das ist einer der wichtigsten Sätze, der auch uns in unseren eigenen Prozessen so sehr geholfen hat, uns selbst anzunehmen. Weil natürlich, wir haben alle die Erfahrung gemacht, wir alle, die Lila, ich, du, ich glaube, jede Frau auf diesem Planeten hat schon die Erfahrung gemacht, dass sie mal dafür abgelehnt wurde, dafür, dass sie so war, wie sie ist. Ja, wir kennen das. Nichtsdestotrotz oder genau deshalb entscheiden wir uns, immer wieder es anzunehmen, ja, das ist passiert.
Ja, das war, aber ich entscheide mich dazu, mein Herz offen zu lassen und mich nicht hinter einer Schutzmauer zu verstecken, weil ich lieben will. Und jetzt kommt das ganz, ganz, ganz Wichtigste. Der Richtige will dich genauso, wie du bist. Der will dich mit allem, was dazugehört, mit all deinen schönen, leichten, fröhlichen, bunten Seiten, genauso mit den tiefen, schweren, dunklen, depressiven, was auch immer, welche Anteile alle in uns sind, der will dich genauso, wie du bist. Und da sind zwei wichtige Kriterien drinnen, wie du den Richtigen erkennst. Weil erstens, der dich ablehnt, ist niemals der Richtige. Und zweitens, erst wenn du aufhörst, dich zu verstellen, kann der Richtige kommen und dich finden. Es sind zwei ganz, ganz, ganz wichtige Punkte in der Selbstannahme drinnen. Solange wir uns selbst nicht annehmen, solange wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie anders sein, wir müssen eine Maske aufsetzen, wir müssen uns verstellen, kann der Richtige uns gar nicht erkennen. Und all diejenigen, die uns ablehnen dafür, dass wir ganz echt sind, ganz authentisch, mit allem, was dazugehört, und manchmal bin ich grantig und manchmal bin ich einfach komplett überschwänglich mit all meinen Gefühlen und manchmal bin ich komplett verrückt und manchmal bin ich einfach richtig anstrengend und lästig und nervig und das gehört alles zu mir. Das bin ich. Und wenn ich lerne, mich selbst so anzunehmen, mich selbst zu zeigen, dann kann mich der Richtige finden. So ist es. Das ist so stark. Und der Richtige wird mich niemals ablehnen. Der wird mich genauso lieben, wie ich bin. Weil der Richtige ist auch ein ganz normaler Mensch. So ja, wie wir. Der hat auch seine guten und schlechten Seiten. Gott sei Dank sind wir alle Menschen. Ja. Und da will ich noch eins dazu draufhauen, weil dann fällt auch endlich dieser Druck wieder runter von diesem, ich muss mich 100% selbst lieben, damit die Außenliebe kommen kann. Nein. Katastrophe. Nein. Da stellen wir uns komplett dagegen. Weil um das geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dich 100%ig selbst zu lieben, sondern dich anzunehmen, so wie du jetzt gerade bist und wie du dich jetzt gerade am meisten brauchst. Punkt. Ja. Und das ist es, ja. Innerlich und äußerlich. Ja, deswegen. Es ist ganz, ganz was Essentielles. Mhm. Fangt schon vom Spiegel an, dass du dich anschaust und du sagst, ja, das bin ich. Genau. Und du musst dich nicht als perfektes Model sehen vom Spiegel. Und das geht's gar nicht. Es geht darum, dich so zu sehen, wie du bist und zu sagen, ja, das bin ich, mit allem drum und dran. Von oben bis unten. Innen und außen. Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo wir gleich zum nächsten Tipp kommen. Ja, der schließt gleich an, weil der ist nämlich auch so stark und für alle, die die letzten Videos oder alle Videos von uns gesehen haben, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Und zwar, wir gehen wieder rein in die Weiblichkeit und in die weibliche Energie. Die ist nämlich so wichtig, auch in puncto Selbstannahme natürlich. Weil wenn wir uns als Frau, würde ich jetzt einfach mal behaupten, uns selbst annehmen, so wie wir halt jetzt gerade sind, dann sind wir auch in unserer weiblichen Energie sozusagen, beziehungsweise können das mehr ausleben auch. Und der nächste Tipp lautet, ich lese ihn mal vor, wenn er der Richtige ist, dann kannst du ganz in deiner weiblichen Energie sein. Bedeutet, du kannst dich, jetzt fall ich wieder zurück, du kannst dich zurücklehnen, du kannst empfangen, du kannst genießen, du kannst den Prozess fließen lassen und vor allem musst du nichts mehr tun, damit da was passiert. Wie oft haben wir das schon gehabt bei Klientinnen, Kunden, mir ist es selber passiert und so weiter und so fort, dass du immer wieder als Frau das Gefühl hast und dann gehst in deine männliche Energie rein, dass du jetzt was tun musst, damit es endlich weitergeht. Damit die Kennenlernphase weitergeht, damit der sich wieder meldet und damit ihr essen geht und so weiter und so fort. Und da ist man einfach schon in diesem Tun drin und dann kommt nichts raus. Und das ist immer wieder dieses Zwischenspiel, dieses energetische Zwischenspiel zwischen Mann und Frau. Du darfst als Frau in deiner weiblichen Energie bleiben, um zu empfangen, um das anzunehmen, was dir geschenkt wird vom Mann. Wie in unserem letzten Video auch schon ganz gut erklärt mit dem Thema Weiblichkeit und Geben und Nehmen und so weiter. Und das ist sicher auch ein wichtiges Indiz. Du kannst einfach in deiner weiblichen Energie bleiben und lässt es einfach entstehen. Ja. Fließend entstehen, ohne Geduld, ohne Druck, ohne Kontrolle, ohne Erwartung und so weiter und so fort. Es fließt, weil du einfach sein kannst. Und deswegen ist die Selbstannahme auch so wichtig, weil du bist dann einfach, wie du bist. Ja. Und das ist einfach essentiell. Ich würde da gerne noch ergänzen, nämlich sobald es beginnt, in Spielchen irgendwie zu enden, sobald es irgendwie krampfig wird, sobald du das Gefühl hast, etwas tun zu müssen, damit da irgendwie was weitergeht, sobald das irgendwie, du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht mehr ganz wohl, sobald du anfängst, darüber nachzudenken, wie du sein sollst, was du sprechen sollst, keine Ahnung was, damit du ihn irgendwie weiter anziehen kannst, sobald all das beginnt, ist das Ganze in Wirklichkeit schon zum Scheitern verurteilt. Das heißt, den Richtigen erkennen wir auch, dass es einfach fließt.
Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt keinen Krampf. Du kannst einfach Frau sein, dich zurücklehnen und empfangen. Du kannst ihm deine Geschenke schenken, er wird sie annehmen und wieder zurückschenken. Es fließt, fließt, fließt. Das ist eines der wichtigsten Indizien, wie du den Richtigen erkennst. Und es gibt keinen Krampf. Und auch keine Strategieentwicklung die ganze Zeit. Das sind wir wieder bei unseren Dating-Tipps, die so kursieren. Wirklich. Du musst nicht das und das tun, damit er sich dann meldet. Es gibt keine Strategie, die du verfolgen musst, damit du endlich ihn bekommst. Das gibt es alles nicht. Beim Richtigen gibt es das alles nicht. Und das braucht, du brauchst nicht mal mehr hindenken dann, dass du das vielleicht bräuchtest, weil das ist einfach ausgelöscht. Das Thema ist beendet. Das gibt es einfach dann nicht. Ja, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Genau. Und der letzte Punkt für heute ist, befreie dich von starken Vorstellungen, Erwartungen und Bedingungen. Auch ein wichtiger Punkt, weil es gerade für uns Frauen, sage ich jetzt einmal, auch die Männer natürlich, aber wir Frauen haben schon einen Haufen Erwartungshaltungen so irgendwie aufgeladen, die wir an die ganze Welt nach außen sehen, ganz besonders an die Männer. Ja, die kriegen am meisten Prozentteil ab. Also ein Number One Erwartungshaltung ist, er muss mir meine Wünsche von den Augen ablesen. Das ist Nummer 1 Thema bei mir in der Praxis. Er versteht nicht, was ich will. Ich bin mit ihm jetzt schon 3 Monate, 3 Jahre, 30 Jahre zusammen. Er weiß einfach noch immer nicht, was er will, was ich will. Und ich muss ihm das immer noch sagen. Ja, müssen Sie ihm immer sagen. Also die Erwartungshaltung können wir schon ablegen. Der Krieg macht das, was wir wollen. Und die Männer freuen sich auch. Aber das geht es jetzt heute gar nicht. Heute geht es darum, nämlich... Uns ist natürlich schon wichtig, dass wir ein klares Bild davon haben, wie wir uns unsere Traumbeziehung vorstellen, unsere Wunschbeziehung. Ist auch ein Teil von unserer Mission Liebe, unserem Online-Programm, wo wir wirklich ganz intensiv mit unseren Frauen da hineingehen und uns wirklich mal erträumen und vorstellen und mal hineintigern, wie diese Wunschbeziehung ausschaut. Was sind meine Standards? Wie möchte ich Beziehung leben? Wie stelle ich mir eine richtige Liebesbeziehung auf Herzensebene vor? Und so weiter und so fort. Also das ist für uns auch essentiell. Aber bei dem Punkt, befreie dich von starren Vorstellungen und Erwartungen, geht es darum, dass wir so ein bisschen von, wie soll ich sagen, von Erwartungen ablassen, die nur enttäuscht werden können und nicht erfüllt werden können. Wir sind dann sehr stark in der Kontrolle und sehr wenig im Vertrauen. Wir hätten gern, dass das so funktioniert und so läuft. Und wir sind nicht mehr im Fließen, wir sind nicht in der weiblichen Energie. Es kann auch der Mann nicht kommen. Wir sind ständig nur in der Erwartungshaltung, die wieder enttäuscht wird. Und ganz wichtig ist, gerade wenn wir mit unseren Frauen in das hineingehen, sich diese Traumbeziehung vorzustellen, geht es nicht darum, um die Fakten. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir uns den Traummann jetzt ausmalen, blonde Haare und groß und muskulös und den Job, ja, das machen wir auch. Aber es geht um uns, um das Gefühl dahinter. Wie willst du dich fühlen? Und dieses Gefühl ist essentiell. Und sehr oft halten wir aber an so Äußerlichkeiten zum Beispiel fest. Also wir haben auch Klientinnenbeispiele aus unserer Praxis. Es gibt zum Beispiel eine Klientin, die niemals mit einem Mann zusammenkommen wollte, der kleiner ist als sie. Der darf alles darf der sein, nur nicht kleiner. Der muss mindestens so viel größer sein, das ist Grundvoraussetzung. Und hat sich da wirklich auch ganz, ganz, ganz da festgehalten an diesem Bild. Jetzt ihr Traummann, mit dem sie zusammen ist, ist um so viel kleiner als sie. Der erfüllt alles für sie, alles auf der Gefühlsebene. Da ist alles da, was sie sich erträumt, erwünscht hat, ihre Standards, es ist alles da. Nur er ist halt so viel kleiner. Aber hätte sie an dem festgehalten, hätte sie ihren Traummann nicht erkannt. Wir haben Frauen bei uns in der Praxis, da scheitert es an den falschen Schuhen. Die lässt einen Mann nicht näher ran, wenn der nicht Schuhe anhat, die sie cool findet. Das ist für sie irgendwo abgespeichert ein Ausschlusskriterium. Also da wollen wir einfach dich dazu einladen, ein bisschen von dem runterzugehen. Auch so diese Hollywood-Beziehung und das geht's alles nicht. In einer Beziehung darf es auch reiben, so wie wir es gesagt haben. Der Mann ist auch nur ein normaler Mensch. Der bringt alles mit, genauso wie wir auch alles mit hineinbringen. Und da dürfen wir ein bisschen runterlassen, weil, da wollten wir diesen wichtigen Hinweis dazu geben, hinter genau dieser, ich sage jetzt mal, Kontrollwunsch und dieses starren Vorstellungen und Erwartungen ist auch sehr oft die Angst vor Ablehnung steckt da dahinter. Also ich schütze mich da ein bisschen sozusagen, weil ich ja Angst habe, dann abgelehnt zu werden vom anderen. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt der Selbstannahme. Das beginnt genau da, dass ich darf mich selbst mal zuerst annehmen und hinterfragen und reflektieren mal so ein bisschen meine Vorstellungen und meine Erwartungen, die ich sozusagen an die Männer und an Beziehungen habe. Ganz liebevoll, geh ins Gefühl, raus aus dem Verstand, aber fühl mal hin, wie willst du dich fühlen und schau mal, was du vielleicht an zu hohen Erwartungen loslassen kannst, damit der Traummann kommen kann und du ihn erkennst, sozusagen. Das passt perfekt zur Übung, hätte ich gesagt. Also geplant. So was aber auch. Zum Abschluss
gibt es eine Übung? Achso, die habe ich da. Die steht da nicht. leeres Blatt. Wirklich leeres Blatt. Oh Gott, Panik. Nein, die Übung ist was ganz was Schönes und die kannst du auf jeden Fall dann machen, wenn du wirklich einmal so deine Ruhe hast, wenn du dir einen schönen Platz für dich kreierst zu Hause, Kerzel anzünden, so wie wir es immer sagen, einen Tee kochen und so weiter und so fort. Bist einmal ganz bei dir, das ist immer das ganz Wichtigste, bevor du eine Übung startest. Und die folgende Übung lautet, schreibe einen Brief an deinen zukünftigen Partner. Das ist so was Schönes, wirklich, und was ganz Tiefgehendes auch, wenn man sich richtig schön drauf einlässt. Und da geht es genau um dieses Thema Gefühle zulassen auch. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass du einfach willkürlich drauf losschreibst, was du gern hättest oder wann du endlich da bist oder wie auch immer und so fort. Es soll das rauskommen, was intuitiv raus möchte, das schon. Aber es geht ganz essentiell darum, wie möchtest du dich dabei fühlen. Beobachte da ein bisschen dabei, was rauskommt intuitiv, wie fühlst du dich dabei. Wo gibt es vielleicht noch Blockaden, wo du spürst, ah, da bin ich noch nicht ganz bereit, da ist mein Herz auch schon wieder ein bisschen zugangen. Dann fühl dich da mal rein. Es geht ganz genau darum, dass du wirklich einmal in die Gefühlswelt eintauchst und vielleicht auch wirklich dich fragst, wie möchte ich mich fühlen oder wie werde ich mich fühlen, wenn der Richtige da ist. Was ist das dann für ein Gefühl? Und genau in diesem Status und in diesem State schreibst du einfach diesen wunderschönen Brief und da kommt einfach alles raus, was raus möchte. Und du beobachtest dich einfach ganz intuitiv und weiblich dabei und genießt das auch. In der vollsten Vorfreude, weil es ist immer, was wir heute auch schon gesprochen haben, es ist so wichtig, du kannst dich wirklich darauf freuen. Es darf nicht mehr ein Krampf, ein Kampf sein, sondern es darf wirklich, du darfst dich darauf freuen, wenn der Richtige da ist, weil der kommt sowieso. Und der kommt dann, wenn es genau passt und wenn genau es so sein soll. Und bis dahin kannst du einfach ganz voller Freude, voller Fülle dein Leben gestalten. Und genau mit diesem Gefühl kannst du dich voll in diesen Brief reinlassen und einfach einen wundervollen Brief an ihn schreiben. Und du kannst auch gern ein Datum dazu schreiben, das ist auch total nett. Du kannst ein Datum schreiben, wann du diesen Brief wieder aufmachen möchtest und wann du ihn wieder zu dir holen möchtest, in 3 Monaten, in 6 Monaten oder wenn der Richtige da ist, ganz egal. Schreib ihn, versiegel ihn, gib ihm ein schönes Kuvert, schenk ihm ein schönes Platzerl und dann lass einfach einmal das los und freu dich einfach drauf, dass das einfach in Erfüllung gehen wird. Und lass alle Gefühle zu dir kommen wollen währenddessen. Digger dich voll Gas rein, wirklich, lass dich voll rein. Da dürfen Tränen fließen, Tränen der Freude, der Vorfreude, auch ein bisschen Unsicherheit, darf alles rein, alles was darf da sein. Ist. Lass glaube, alles zu. Alle mal lernen, dass alles mal sein darf, so wie es gerade ist und dass es einfach kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass das einfach mal fließen darf, im vollsten Vertrauen, im vollsten Glauben, dass einfach alles genau so sich erfüllen wird, wie es einfach passen soll. Ganz klar. Weil genau so ist es. Genau. Alles genau richtig, wie es ist. So ist es. Ja, also, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Falls du Themenwünsche, Videowünsche hast, die wir aufgreifen sollen, bitte jederzeit sehr gerne her damit. Dann wollen wir dich total gerne einladen zu unserem wunderschönsten Live-Coaching-Webinar, dem wohl liebevollsten und kraftvollsten, das wir mit Sicherheit jemals gehalten haben, weil da ist alles drinnen, was alles, nur so was da geht. In uns herumbrodelt und an Wissen gesammelt ist. Da geht's also, da geht es wirklich um was und findet am 1. März um 9 Uhr an einem Sonntag in der Früh statt. Ganz, ganz, ganz schöne Energie und ganz viel Mehrwert und ganz viel Liebe. Und es geht ums Herz öffnen, es geht ums Vertrauen, es geht ums Liebe in dein Leben holen. Und wir haben uns da ganz was Schönes überlegt für dieses Webinar. Es soll ganz was Besonderes werden. Absolut. Also Herzenseinladung an dich, dass du dabei bist, ist natürlich kostenlos, klar. Und ich glaube, das war's. Wir freuen uns auf dich da auf jeden Fall. Aber wie? Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haben wir alles, gell? Bis nächste Danke Woche. Danke fürs Zuschauen. Danke. Tschüssi. Tschüssi.